Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Das ist aber schön. Ja. Das ist der Sascha. Hallo. Ich bin der Christian. Und wir haben heute den 8. August. Mhm. Und am 8. August haben wir auch wieder ein berühmtes Geburtstagskind, wie gewöhnlich. Und das ist richtig, Sascha. Danke, Christian. Das ist richtig. Und heute hat Roger Federer Geburtstag. Der heißt doch Roger Federer. Ist doch Roger. Heißt der Roger oder Roger? Roger, Roger. Der ist Schweizer. Der ist Schweizer. Roger. Roger Federer. Roger Federer. Heißt der nicht Roger? Happy Birthday. Happy Birthday ist ja Wurst. Ja, schreibt mal rein, ob Roger oder Roger. Ja, wie sagen wir das? Ja, genau. Okay, also Roger oder Roger Federer, einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt, hat heute Geburtstag. Ja. Aus der Schweiz, in die Schweiz, alles Gute. 4 Millionen Mal Wimbledon gewonnen irgendwie, ne? Mindestens. Ja. Ja. Am 8. August 1948, auch ein sportliches Ereignis, da hat der 1. FC Nürnberg das Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern um die erste deutsche Fußballmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg mit 2:1 gewonnen. Die Klubberer. Die Klubberer, die Klubberer. Genau. Ja, das war der 7. Titelgewinn für die Nürnberger. Mhm. Nürnberg. Klubberer. Ja. Und die waren ja damals Rekordmeister. Ja. Ja. Heute nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Aber trotzdem immer noch nah dran am Rekordmeister. Ja. Weil sie damals einfach alles weggehauen haben, nach Jahr für Jahr, irgendwie nach und nach alles, sodass es bis heute sich sehr weit gehalten hat. Ja. Ja. Auf jeden Fall 1948, am 8. August, haben sie den 7. Titel gewonnen. Am 8. August ist auch der Weltkatzentag. Urheber unbekannt. Miau. Ja, da kriege ich gerade wieder Allergie. Kriege ich Atemnot. Nur wenn ich sage, Weltkatzentag. Miau. Ja. Kriege ich Ausschlag überall? Ja, oder überall? Überall? Oh. Und auch Atemnot. Entschuldigung, er kam ein bisschen kurz hoch. Hast du deine eigene Haare gegessen? Genau, die machen das. Die fressen, Katzen machen die auch. Die lecken ihre eigenen. Genau. Ihr eigenes Fell, das schlucken sie ihre eigenen Haare und dann kotzen sie es wieder aus. Ja. Ganz lecker. Die putzen sich mit Spucke. Ekelhaft. Ekelhaft. Am 8. August 1949, ein Jahr nachdem die Klubberer. Ja, da die Meister gewonnen haben, wird in Straßburg offiziell der Europarat gegründet. Ach was? Ja. So war das. 1949. Im August war aber was los. Im August ist ganz schön was los gewesen. Ja, das ist so nach der Sommerpause. Ja. Da geht es richtig rund. Ja, genau. Da kommen die Leute aus dem Urlaub zurück. Ja, damals schon. Schon 49, ne? Ja, genau. Ja, also, weißt du was? Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, dann machen wir erstmal einen Europarat auf. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Und das mit den Katzen machen wir auch. Ja, das mit den Katzen, das können wir auch danach im Urlaub machen, weil vor dem Urlaub haben wir ja keine Zeit und während des Urlaubs auch nicht. Und das Endspiel von der Bundesliga gab es ja nicht. Nee, keine Bundesliga, sondern von der deutschen Liga sozusagen. Von der deutschen Fußballliga. Deutsche Oberliga? Fußballliga halt. Fußballliga, die deutsche Fußball. Hieß das Oberliga? Kann sein, ja. Machen wir auch erst im August, weil... Ja. Weil im Juli keine Zeit. Nee, wir sind ja auf Malle. Urlaub. Ja. Malle. So haben sie sich das gesagt. Ne? Genau, klingt plausibel. Ja. Das war der 8. August. Wir sehen uns morgen wieder am 9. August. Mhm. Und dann sage ich bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Gute.